Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche gehen wir in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns für unsere Grundrechte auf die Straße. Die Querdenken-Demo am 01.08.2021 wurde in Berlin verboten. Das ist für uns alle unverständlich, zumal eine Woche vorher, am 24.07.2021, der Christopher Street Day erlaubt war. Vergleichen wir doch mal die Demonstration. Offiziell waren beim Christopher Street Day 65.000 Personen. Niemand hat dort den Abstand eingehalten und etwa 20-30% trugen auch keine Maske. Das hat niemanden interessiert. Begleitet wurde der Christopher Street Day von 500 Polizisten. Bei der Querdenken-Demo waren 2200 Einsatzkräfte vor Ort. Und offiziell sollen gerade mal 5000 Demonstranten anwesend gewesen sein. Nur 5000 Demonstranten, das ist natürlich lächerlich. Absoluter Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Dieser Quatsch ist nicht die Wahrheit. Genau dieser Quatsch lässt die Situation eskalieren. Denn das würde ja bedeuten, dass es pro Polizisten 2,27 Demonstranten gab. Und jeder, der in Berlin dabei war, weiß natürlich, dass es viel mehr Demonstranten als Polizisten gab. Wie sonst hätten die Demonstranten stundenlang durch Berlin spazieren können, ohne eingekesselt zu werden? Wie viele Personen waren denn tatsächlich in Berlin? Das kann natürlich niemand genau sagen, weil ja in der gesamten Innenstadt Demonstranten unterwegs waren. Aber was ist realistisch? Ich denke mal, dass die Anzahl der 2200 Einsatzkräfte ziemlich genau sein wird. Wenn wir nun davon ausgehen, dass auf einen Polizisten 30 bis 60 Demonstranten kommen, dann waren 66.000 bis 132.000 Demonstranten in Berlin. Und irgendetwas dazwischen halte ich für realistisch. Und wenn angeblich nur 5000 Demonstranten anwesend waren, dann soll man mir aber bitte logisch erklären, warum bei einer 65.000-Mann-Demo nur 500 Polizisten eingesetzt werden und bei einer 5000-Mann-Demo stolze 2200 Einsatzkräfte eingesetzt werden. Und wir müssen uns auch fragen, wer in diesem Land tatsächlich diskriminiert wird. Die Homosexuellen, die störungsfrei und ohne Regeln demonstrieren dürfen, oder die Systemkritiker, deren Demo trotz seitenlanger Hygienekonzepte verboten wurde. Mit dem Vorwand, dass es um unseren Schutz geht, kann uns jedes Grundrecht entzogen werden. Von Guido Westerwelle, der im Jahr 2016 gestorben ist, kann man nun halten, was man will. Aber seine Rede aus dem Jahr 2011 bringt es auf den Punkt. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl-Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will. Sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, das sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wenn ihr auch für Gleichberechtigung seid und wollt, dass alle Menschen Großdemonstrationen ausführen dürfen, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straßen. Ich bin die freie Rede. Reden werden vorgesagt, Münder geknebelt, Lügen nicht hinterfragt, Wahrheit wird vernebelt. Kommt mir alles spanisch vor, man sagt, ich würde hetzen. Dabei habe ich nichts getan, stehe in Gesetzen. Speakers Call an mein Zuhause, dort war ich geboren. Da hat man mich festgenommen und ich habe verloren. Bin aus allem rausgefallen, lebe auf der Straße. Auch da will man mich nicht mehr, nicht mal mehr zum Spaß. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter, stelle mich der Fehde. Ich gehe nicht, ich bleibe hier, ich bin die freie Rede.